Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saw the Game und dem Beagle. Ich musste echt in die letzte Aufnahme gucken, ob ich einen Speicherpunkt hatte, weil ich keinen Bock auf diese Szene habe. Nicht mal auf das Spiel selbst, sondern auf diese Szene wegen den Schaltkreis. Wegen der Schaltkreisscheiße. Und irgendjemand schreibt mich doch hier schon wieder von der Seite an. Ach Mensch, Leute. Ich würde mal sagen, auf geht's, ne? Wie viel Zeit gibt Jigsaw mir denn? For real? 7 Minuten? Wie groß soll denn die Scheiße sein? Ja. So war das. So war das. So. Mann! Ah! Ich hab keine Zeit für dich! Ich hab keine Zeit für dich! Keine Zeit für dich! Schlag jemanden anderes, Specky! So, entschuldigt, Leute. Das sollte keine Diskriminierung sein. Wirklich nicht. Koppler! Koppler, 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 Koppler. Da wäre jetzt gerade was fast ganz Böses rausgekommen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das ist bescheuert, was ich hier mache. Aber dann sind die hier oben nicht ganz so verloren, wie ich dachte. Aber es ist Verschwendung von hier unten, oder? Oder. Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht aber auch doch. Nee. Scheiß drauf, ich werde mich damit beschäftigen, wenn ich da angekommen bin. Oh, ich sehe meinen ersten Fehler hier. Nee, so wird das nichts. Ich habe ja nur die Möglichkeit, hier lang zu gehen und da lang zu gehen. Dann habe ich nämlich da zwei Lämpchen an. Und die gehe ich nach da oben. Das bringt mir nichts, das ist doch scheiße. Ich hasse diese Teile! Ich hasse sie! Ich hasse Jigsaw! Ich hoffe, ich habe das jetzt zur Genüge laut genug gesagt, damit Jigsaw es hört. Ja, und jetzt stehe ich hier mit einem kleinen Hemdchen. Nee, so klein ist mein Hemd gar nicht. Wartet. Oh! Wenn ich jetzt noch das hier gelöst bekomme. Habe ich den einen da oben über? Fickt echt. Oh nein. Nein, dann ist der hier unten nicht dran. Wobei er könnte, wenn ich sie richtig mache, ne? Könnte er hier dran? Ah, geht nicht. Ah, jetzt ist der hier unten nicht dran. Ach, komm schon. Einer noch! Wenn ich aber versuche. Oh, Jiggy Boy, das ist unfair. Und dann ist der da oben wieder nicht dran. Krieg ich den irgendwie anders da dran? Irgendwie, egal wie. Jiggy Boy, gib mir eine Antwort, eine adäquate. Denn, ach nee, da würde ich mir zu viel killen. Da würde ich mich viel zu viel killen. Wie habe ich das gemacht? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Ich achte gar nicht auf die Zeit, es bringt mir nichts. Ah, du Fucker, ey! Koppler. Ich I don't care auf Gift. Ich hab doch nicht noch die Zeit, hier seine scheiß Ventilrätsel zu machen. Was packen wir alles in eine Scheiße rein? Ja, Schreiter, ja! Ich hab genug Hypo.
Ja. Nichts gefunden. Koppler. Koppler, Koppler, Koppler. Oh, das sieht mir klein aus. Das sieht mir ganz klein aus. Das sieht mir ganz klein aus. Und weiter. Koppler. Ah, halt die Klappe mit Clock is Ticking. Ich ticke dir auch gleich mal was. Koppler gefunden. Ey, der hasst mich doch. Der hasst mich. Der muss mich abgrundtief hassen, der Mann. Ich hab dem nie irgendwas getan und er hasst mich. Okay. Ich versuche mich zu entspannen. Alles easy peasy. Lemon squeezy und so. Kennt er doch. Ach komm. Nein. Ja, schon, aber nein. Scheiße, ey. Dreck, 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 Dreck. Einfach alles Dreck. Ich muss das irgendwie hier geregelt kriegen. Ich habe hier gar keinen Strom in der Ecke, ne? Ah, Jiggy Boy! Wie ich dich hasse! Ich hänge nicht schon wieder an einer... Nein, ich hänge an zwei Scheißlampen. Das ist gut. Aber das macht hier nichts. Jetzt hänge ich wieder an einer Scheißlampe. Ist gut. Nein, 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 hänge ich gar nicht. Hänge ich gar nicht. Ich muss nur noch hier raus. Scheiß auf das Gift-Tab. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich habe genug Hippos. Oh nein, 55 Sekunden. Raus hier. Oh. Ich habe wirklich fast volle für 7 Minuten gebraucht. Das heißt, ich hatte fast 8 Minuten von Jiggy Boy. Oh Leute, ich will sagen, ich habe das ehrlich gesagt mal richtig smooth gelöst. Ich glaube, das war gekonnter als in der letzten Folge. Ich bin jetzt aber auch ausgeschlafen und in der ersten Runde. Na naja, gut, zweite Runde geschafft. Zweite Runde, ich sag's ja schon, zweite Runde. You are getting close. The path. Möchte ich eigentlich gar nicht, aber ich werde ja hier seltenst gefragt, was ich möchte. Legen Sie die gefrorene Hand in den Ofen. Ist das euer Ernst? Ist das Jiggy Boys Ernst? Ich habe übrigens gemerkt, dass ich letzte Mal überhaupt nicht den Filter für euch drin hatte. Dass bei euch ein Ticken dunkler ist, weil ich das bei mir ja so hell stellen musste. Ich mache jetzt auch mal den direkten Vergleich für euch. Das sieht nämlich deutlich besser aus für euch. Aber da verletzt er sich nicht bei, oder was? Ja, klar. Ein Krematoriumsschlüssel. Will ich da überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Na. Hey, Schicksal hasst mich doch. Er hasst mich. Die sind noch schlimmer als die Stromkastenrätsel, ehrlich. Obi, zum Glück muss ich dich eh erstmal eine Runde sterben, nicht eine Stunde sterben lassen, aber. Hallo, Obi. You have isolated yourself from society, creating a life so empty that you have come to me for your test, for a reason to live. You wish to become like me. But the only way to give others the chance to live life is to understand why it is so precious. The room you are in is attached to a large furnace. Detective Tap is your only hope of redemption. If he fails, the temperature will increase
Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Ich meine nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht. Wir werden ihn ja eh einmal sterben lassen, habe ich euch versprochen. It's your game, aber guck mal, dein Game scheißt gerade ab. Vor allen Dingen, Obi, ich finde es ein bisschen markant. Oh, guck mal, da fängt es schon an. Da kann ich aber auch abmessen, wie viel Zeit ich ungefähr habe, wenn ich jetzt hier... Oh, was? Wollt ihr mich trollen oder so? Ah, nein. Der Wechsel, ne? Der Wechsel. Ich ruine dir gar nichts. Ich will dir eigentlich gar nicht helfen. Also die allgemeine Abonnentenschaft hat entschieden, dass dir in der ersten Runde nicht geholfen wird, Junge. I'm so sorry. Keine Sorge, Leute, ich mache das noch langsam genug. Ich meine, der erste Burn ist ja schon durch, ne? Oh, guck mal, Leute, das sieht doch fantastisch hübsch aus. Und jetzt... Das sieht nicht so gut aus für ihn. Das sieht auch nicht so gut aus für ihn. Was ist denn hiermit? Sieht das gut aus für ihn? Nein, auch das sieht nicht so gut aus für ihn. Das sieht auch nicht so gut aus für ihn. Auch das sieht nicht so gut aus für ihn. Nein, nein. Ja, das könnte gut aussehen für ihn. Ich müsste jetzt nur wissen, wie ich hier wechseln kann. Oh, das sieht nicht so gut aus für ihn. Wo muss ich eigentlich... Ach, da muss ich hin. I see. Och, das sieht tatsächlich sogar wirklich gut aus für ihn. Leute, jetzt habe ich das erste Mal so halbwegs einen Dreh raus, ja. Jetzt muss ich den sterben lassen. Aber ich werde ihn sterben lassen, keine Sorge. Hör mal, habe ich gerade einen Fehler im System oder funktioniert das nicht? Hä? Hä? What? Mann, was sehe ich denn hier? Hier gibt es ja nur zwei. Ah. Ist das dein Rätsel? Dein einziges Rätsel? Jetzt müsste ich ja theoretisch hier nochmal... Nö, das geht ja gar nicht. Leute, guck mal, da fängt schon an. Das wird ja witzig. Hä? Ich verstehe das nicht. Egal, für diese Runde sollte ich es ja eh nicht verstehen können. Guck mal, wie er sich da ärgert. Läuft er daher? Oh, Mist, ist gestorben. Verdammt. Mist, verdammt. Wer kennt's nicht? Okay, jetzt ein bisschen mal ernsthaft hier. Ja. Ja, ich bin hier draußen. Ich weiß nur nicht, wie ich die Scheiße überspringen kann. So, jetzt hier aber mal ernsthaft. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Fängt schon hiermit an, dass ich gar nicht weiß, was ich hier... Nein, nein, nein. Ach, halt die Fresse, Junge, bitte. Wenn ich mir das jetzt die ganze Zeit anhören muss, dann werde ich dich auch noch ein paar Mal schneller sterben lassen. Was? Das habe ich nicht gesagt, Leute. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Wollt ihr mich trollen? Ich bin doch hier fast durch. Das Schlimme bei mir ist ja, ich kann jetzt noch so oft sagen, jetzt aber mal for real, das heißt bei mir ja nichts, ne? So, dass ich sage, oh, jetzt aber hier mal ernsthaft hier, ne? Nö, 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 nö. Das bringt mir aber nichts. Das bringt mir auch nichts. Das könnte mir aber was bringen. Nein, nein, ich will dieses... Warum funktioniert das jetzt hier in der Mitte wieder mal nicht? Na, ist doch fast, Mann. Warum funktioniert das in der Mitte nie? Wollen die mich hier...
irgendwie trollen oder so. Hä, ich check das in der Mitte ehrlich gesagt nicht. Muss ich mich hier von der Mitte aus arbeiten oder was? Leute, der wird schon wieder sterben. Oh, das klappt nur ganz knapp, ey. Ich check das nicht. Ich check das nicht. Ich check die Mitte nicht. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber ich kann von der Mitte her noch nicht mal sagen. Hä? Ja, Entschuldigung, ich check die Mitte nicht, Junge. Bringt mir das irgendwas? Jetzt denke ich ziemlich kompliziert, oder? Ah, der wird schon wieder sterben. Oh, ich hasse diese Rätsel. Ich hasse Jigsaw. Das erste ist ja noch nicht mal das Thema, aber das zweite. Kann ich mein Schaltkreisrätsel wieder haben? Jiggy wird es eh irgendwann wieder so einfach machen. Oh, ey, das ist zum Packen! Die Steuerung bei diesen Rätseln ist zum Kotzen! Was? Ich hinterfrag's nicht, alles gut. Ist das vielleicht falsch, wie ich's angehe? Muss ich vielleicht erst innen anfangen oder was? Nochmal wollt ihr mich trocken. Ah. Wetten wir, Obi-Wan Kenobi wird mich jetzt hassen, weil ich sein Rätsel gelöst habe. Ich hoffe, er erinnert sich daran, dass ich ihn oft genug habe sterben lassen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich da anders gemacht habe als bei den anderen, aber ist mir egal. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht... Hallo. Ja, nee. Oh, it's your game, aber du bist auf mich angewiesen, du Flachpfeife. I need to do it myself. Warum? Was passiert denn, wenn du es selbst dann machst? Stop, stop, please stop. Ich würde gerne, Junge. Ich habe nämlich auf dich gar keine Lust. Oh, ich, Leute, ich hasse es wirklich sehr. Ist das so? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ruine ich seine Chance? Ich weiß es nicht. Oh, das bringt mir aber nichts. Das bringt mir aber was. Aber wo führen die hin? Da führen die hin. Nein. Ah! Nee. Nein, nein, geh wieder zurück, das ist... Come on! I need to do it myself. Mach mich nicht nervös, du billig... Finüker! Was habe ich nämlich jetzt schon wieder falsch gemacht? Irgendwas habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Ah! Jetzt stirbt er wegen dem letzten Scheiß hier, ey. Oh! Ja, ich mach gar nichts. Ich hab deine Chance nicht ruiniert. Du bist gestorben. Ich hasse die Dinger, ehrlich. Ich hasse die noch mehr als die Schaltkreisrätsel. Oh.
vorwiegend auch wegen der Steuerung. Und weil ich einfach das... Ich hab dieses räumliche Denken in dem Fall nicht so richtig. Frag mich nicht, es gibt bestimmt Leute, die finden diese Art von Rätsel bestimmt super geil, ich nicht. Oh, it's your game. I don't care. Das ist schon theoretisch korrekt, aber... Jaha. Ich würde dich das ja gerne machen lassen und dann zugucken, aber so läuft das nun mal nicht, Obi. Obi-Wan Kenobi. Ihr müsst mir immer noch sagen, ob ihr lieber einen Obi-Baumarkt haben wollt oder einen Obi-Wan Kenobi. Ach komm, Leute, ich... Ihr seht's doch mit der Steuerung, oder? Ich hab mich hier verfranst. Nein, geh doch wieder zurück. Jetzt geht das in der Mitte schon wieder nicht. Ich gehe noch hin kotzen. Leute, es macht überhaupt gar keinen Spaß, ehrlich. Da ist dann aber nichts dran. Der stirbt schon wieder. Der stirbt schon wieder. Einfach weil... Ich bin halt besonders gut darin, sie sterben zu lassen. Eigentlich. Außer... Ich hasse dieses Rätsel. Ehrlich, ich hasse es wie die Pest. Ich habe jetzt eh nicht mehr genug Zeit für das Letzte. I need to do it myself. Wenn das... War das ein Fotofinish? Das war ein Fotofinish, Leute. Wie undankbar, du Scheißer! What are you talking about? I called out to him, put an ad in the paper, asking, begging to be tested, to learn. He called out to me and told me to come here. I was finally going to play my game. But then you had to come along. You asked for this? Didn't you? Isn't that why you're here? Jesus. You're just as crazy as him. We're in an asylum. We're all crazy. Keine Sorge, Obi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sowieso jetzt nicht mehr lange lebst. Eifriger Schüler. Ja, nun, ne? Most people avoid pain and suffering, but not you, Detective. You relish it. You believe a life of pleasure is a life wasted in bliss. Useless to the rest of the world. Your next test is to release someone who has seen so much pain that he wants to end his life. Can you save a man who does not want to be saved? Ein Beil. Nee, Hand ist immer noch das Beste. Sag mal, Obi, wann werde ich dich denn los? Du störst mich so ein bisschen. I'm just saying. Wir sind schon bei unserem 6. Opfer. Ehrlich? Krass. Ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen. Das ist schon das... Ih, hier hängt ein Schwein rum. Obi, kommst du mit oder bleibst du weg? Oh. Nein, nein, nein! Greif doch nicht da rein, du Trottel! Nee, es ist das Einzige, ne? Ah, von mir aus.
Durchsuch doch mal ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt getan habe, aber naja. Na, Obi, ist es so gerecht, so wie du es dir vorgestellt hast? Ey, der folgt mir jetzt wirklich überall hin. Doch nicht. You're throwing away your life chasing Jigsaw. Can't you see he's giving you a gift? The opportunity to live life without this obsession? You lack perspective. I can't stand by as you throw away this gift from Jigsaw. Werden wir hier erfahren, ob Obi es herausgeschafft hat? Ich weiß es nicht. Nein! Er hat keinen Schaden genommen, ich bin überrascht. Detective Tab, was ist denn mit Ihnen los? Sie haben keinen Schaden genommen. Ich finde die Geräusche nicht schön. Aber ich habe einen Speicherpunkt bekommen, was gut ist, weil wir haben noch 4 Minuten. Was ist das? Eine Singmannschaft? Sing die Ding? Wenn ich da drin ein Hypo bekommen kann, nehme ich das nämlich liebend gerne an. Ich will hierhin, Mann. Theoretisch könnte das klappen, wenn ich da hinkomme, meine ich. Was ist falsch? Ah. So. Das war falsch. Nee, die Box kann er geschenkt haben. Was? Ich habe eine Waffe? Nein, lass die Waffe fallen. Zahnräder, Schrotflinte, eine Hypo. Sehr gut. Was auch immer da drin ist, ist mir scheißegal. Ach, das ist ein Türschloss mit Zahlen. Hm. Ich spiele das Spiel nicht mit. Manchmal ist der Tod auch eine Entscheidung. Nagel. Ich vertraue dir aber nicht, Jigsaw. Das ist das Thema, ne? Was haben wir denn da? Ach so, ich muss Glühbirnen finden. Warte mal, was? Eins. Und da fehlt mir eine Glühbirne. Schade. Es wird wohl maximal reichen, bis ich vom Hypo. Also zumindest die Hypos habe ich voll. Dann wollen wir mal. Wir sind schon bei unserem 6. Opfer, heftig. Wie viele es wohl noch gibt? Was? Steh doch mal auf, damit ich dich schlagen kann. Ich bin nicht so gut in diesen Quicktime-Sachen. Danke. So, nur um das geklärt zu haben. Nein! Leiche hatte nichts dabei. Dann würde ich sagen, gehen wir durch die Tür und vermutlich kriege ich dann vielleicht nochmal einen Speicherpunkt. Ich weiß es nicht genau.
Aber Rätseltüren sind meistens ein gutes Indiz dafür. Eigentlich. Aha, da ist Wasser. Wir haben aber... Bist du jetzt von mir weggelaufen, oder? Ich glaube, der ist von mir weggelaufen. Schisser. Der wusste genau, dass ich Strom dabei habe. Aber wo ist er? Egal, wo auch immer er ist, er muss jetzt warten, weil der Part ist rum. Wir sehen uns dann also die nächste Folge wieder. Ich finde, bis auf ein paar Mal Obi killen hat es doch soweit ganz gut geklappt, obwohl ich die Ventilrätsel wirklich abgrundtief hasse. Damit ist dieses Wochenende auch schon wieder geschafft. Ja, ich habe tatsächlich gestern nicht mehr weiter aufgenommen. Ich werde jetzt vermutlich noch für nächsten Samstag einen Part aufnehmen. Mal gucken, was da auf mich zukommen mag. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie weit wir in dem Spiel sind. Ich habe da so zwar einen Haufen Let's Plays gesehen. Was heißt einen Haufen? Zwei genau genommen, bei zwei verschiedenen Let's Playern. Aber das ist schon ewig her. Das ist schon wirklich ewig, ewig her. Ich hatte wohl mal bei Betagod geguckt, weil ich was wissen wollte an einer Stelle. Das war nämlich dieses Schaltkreis-Scheiße. Da wollte ich wissen, ob die random sind oder ob die immer gleich sind. Und die sind halt random. Die werden jedes Mal anders gesetzt, sodass man sich die quasi nicht merken kann. Und hatte gesehen, der hat 28 Parts à 20 Minuten. Also habe ich das Gefühl, wir sind jetzt bei 16. Und vielleicht noch so 4-5 Parts. Ich lasse mich mal überraschen. Also das sechste Opfer kommt ja jetzt in jedem Fall noch. Und danach, ich weiß nicht, 6 sind schon viel, ne? Und der Schweinebärmann müsste ja auch noch irgendwann auftauchen. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Ich lasse mich da überraschen. Danach kommt ja sowieso Saw 2. 2 meinte ich natürlich. ZZ. Also, schönes Wochenende. Habt einen schönen ersten Advent, ihr Lieben. Ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, habt trotzdem einen schönen ersten Advent. Ist ja trotzdem immer eine gesellige Zeit, ob Weihnachten oder nicht. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Haut rein!